ohne Kittner. Der Kapitän des SC Preußen steht hier mit Stolz, trägt er die Binde, glaube ich, in der Hand, aber vor allem mit Stolz 3 Punkte im Herzen. Zum ersten Mal in dieser Saison auswärts gepunktet. Ja, ist auf jeden Fall eine riesige Erleichterung für uns. Ja, war einfach jetzt ein überragendes Gefühl, als das Tor gefallen ist. Wir alle auf Benny gestürmt und ich glaube, er hat auch so, ist einfach ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ja. Ich glaube, ihr müsst euch auch auf gar keinen Fall für irgendwas entschuldigen hier, auch wenn das Tor dann am Ende durch so einen durchgerutschten Ball passiert ist, weil das war einer der besten Auftritte in dieser Saison, oder? Ja, ich will gar nicht mal sagen Einstellung, weil wir gehen immer ins Spiel und wollen das Spiel gewinnen. Aber wir haben heute einfach uns einfach nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. So, wir haben immer weitergemacht, auch als es zwischendurch in der zweiten Halbzeit nochmal irgendwie so ein bisschen nicht so ganz rund lief, war immer klar so, dass einer für den anderen läuft und dass wir zumindest hinten nichts anbrennen lassen und ja, dann haben wir es irgendwie so ein bisschen erzwungen. Und das fühlt sich gut an, so, dass wir es einfach selbst gewuppt haben. So. Ich glaube, man hat auch heute gemerkt, dass wirklich in der kompletten Mannschaft die Laufbereitschaft irgendwie da war, immer für den anderen in die Bresche zu springen. Und ihr habt ja auch eigentlich fast keine Chance zugelassen, der Kölner. War das auch so eine Geschichte, die dann einem im Laufe des Spiels immer mehr Selbstvertrauen gegeben hat, wo man vielleicht gemerkt hat, okay, vielleicht ist hier sogar noch ein bisschen mehr drin, als nur die Null zu halten? Ja, ich meine, das kann schon sein, dass wir uns dann gegenseitig so ein bisschen anstecken mit der einen Aktion, dann pusht der eine den anderen und dann schaukelt man sich hoch und so. Wir haben auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. So, ne? Wir haben spielerisch in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger so nach vorne kreieren können. Aber im Endeffekt, ja, ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hattest. ganz egal, 3 Punkte im Sack. Und jetzt, glaube ich, dürft ihr heute zumindest mal ganz kurz durchatmen, ein bisschen feiern. Und dann geht es in 2 Wochen in der Liga weiter. Natürlich Pokal zwischendurch noch. Aber ich glaube, war schon wichtig, so vor der Pause nochmal die Punkte mitzunehmen. Dass einfach eine positive Grundstimmung jetzt wieder mal reinkommt. Ne? Das ist extrem wichtig, dass wir einfach auf dem Feld auch positiv auf den Platz gehen und sagen, wir wollen das Spiel gewinnen und nicht, wir wollen hinten keinen reinkriegen. So, ne? Wir müssen das auf jeden Fall immer wieder ins Positive wuppen und dann ist auf jeden Fall auch noch einiges möglich. So. Ole Kittner, vielen Dank, alles Gute. Ja.